Ja, in der Sommerpause habe ich mir eigentlich gar nicht so viel vorgenommen. Also ich möchte hauptsächlich ein bisschen was Entspanntes spielen, deswegen lege ich einfach nochmal Ratchet & Clank ein und hol mir die Platin Trophy. Das ist irgendwie so ein Ding, das mache ich immer, wenn ich Urlaub habe, Platin Trophys irgendwie noch holen. New Pokémon Snap habe ich noch wirklich wenig gespielt und ich glaube, das ist das perfekte Spiel, um ein bisschen zu entspannen. Ein paar Fotos machen von den Pokémon, ein bisschen auf der Insel rumlungern und ja, einfach ein entspanntes Spiel spielen, nicht zu viel stressen. Das wird meine Pause. Ich werde zum zweiten Mal die Bioshock-Reihe durchspielen. Ich habe mir die Collection für die Switch geholt und bin echt positiv überrascht, wie gut das auch im Handheld-Modus läuft. Ich habe gedacht, das wird viel zu kleinteilig und ich werde nichts erkennen, aber das stimmt gar nicht. Also werde ich mich mal schön mit einem Aperol Spritz in den Schatten setzen und ein bisschen Bioshock spielen. Da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf. Also in der Sommerpause habe ich wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit zu zocken, aber wenn ich zocken werde, dann hoffentlich Ratchet & Clank, weil das ist ziemlich geil. Das ist genau up my alley. Richtig gutes Jump'n'Run, viel Action, bum bum, bunte Farben. Das ist, glaube ich, das richtige Spiel für den Sommer. Ansonsten liege ich wahrscheinlich irgendwo da vorne und gucke so ein bisschen aufs Wasser oder lass die Seele baumeln. Sommerpause ist gut. Du hast noch 8 Hallo. Okay. In der Sommerpause möchte ich vor allem 2 Games zocken. Das ist einmal Ratchet & Clank Rift Apart, wo ich alles freischalten will, die Platin-Trophäe holen will und einfach diese Welt genießen will. Und ich wage tatsächlich mich wieder an Sekiro ran. Ich habe vorher alle Souls-Spiele gespielt, aber Sekiro hat mich damals zu einem komplett falschen Zeitpunkt erwischt. Nicht, weil es irgendwie zu schwer war, sondern einfach, weil ich das damals nicht richtig genießen konnte und ich hoffe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür und deswegen Sekiro und Ratchet & Clank Rift Apart. In der Sommerpause werde ich wahrscheinlich noch den Schluss vom neuen Ratchet & Clank spielen, weil ich damit jetzt gerade angefangen habe, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt. Dann steht noch schon länger auf meiner Liste, seit es rausgekommen ist, Returnal, habe ich immer noch nicht angefangen. Eigentlich auch noch Resident Evil Village, aber wenn wir mal ehrlich sind, werde ich wahrscheinlich nicht alle Rollladen runterziehen und mich, ja, in dieses Dörfchen begeben, sondern auf der Switch den Port vom originalen Final Fantasy VII weiterspielen. In der Sommerpause werde ich spielen SnowRunner, das passt halt mega gar nicht. Da bist du ja in verschneiten Gebieten unterwegs in Russland und das ist alles dunkel und scheiße. Wenn es draußen warm ist, macht es keinen Spaß, aber ich mache es trotzdem, weil ich habe da gerade alle Wege freigeräumt und jetzt geht es an die Schwertransporte. Ich muss Raketenteile transportieren, Sattelschlepper aus dem Treck ziehen und so. Jetzt kommt die richtig harte Arbeit und da habe ich mega Bock drauf. Damit ihr in unserer Sommerpause keinen Unsinn anstellt, während die Redaktion im Urlaub ist, werde ich trotzdem für euch da sein und auf euch aufpassen. Also seid vorsichtig, was ihr macht, ne? Nein, Spaß, ihr seid nicht schlimm. Ich werde nichtsdestotrotz versuchen, mehr bei Final Fantasy XIV wieder reinzuschauen, ein bisschen zu leveln, ein bisschen Dungeons zu runnen und genau. Und ich werde auch versuchen, Nier Replicant Version Wurzel von 1,5 durchzuzocken. Das ist der Plan. Mal sehen, wie es klappt. Ich habe richtig Bock auf Ratchet & Clank. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich der eine oder die andere hier schon mal erwähnt hat. Deshalb sage ich einfach mal wieder ein Indie-Spiel, so wie sich das für mich gehört. Und zwar Chicory. Chicory habe ich schon zur Gamescom richtig abgefeiert. Das ist so ein Zelda-like, wo man so ein bisschen mit Farben Puzzles lösen muss. Sieht richtig geil aus, ist mittlerweile rausgekommen, hat richtig gute Bewertung bekommen. Und das werde ich mir mal reinziehen. Ich glaube, ich werde in der Sommerpause erstmal Ori and the Will of the Wisps zu Ende spielen. Das habe ich vor kurzem angefangen und mag die Teile bis jetzt sehr gerne. Sollte ich das aber schneller als gedacht durchbekommen, habe ich schon einen Backup-Plan. Und zwar werde ich mir ganz, ganz viel Zeit nehmen und die Mass Effect Legendary Edition einlegen und vom ersten bis zum letzten Teil alle Nebenmissionen machen. Ich werde alle Gespräche führen. Ich werde alles tun, was ich kann. Und ich freue mich richtig drauf. Ich zocke in der Sommerpause Ni no Kuni 2 weiter. Das ist ein Spiel, was ich vor kurzem entdeckt habe, was mich sehr überrascht hat. Das ist ein sehr tolles Spiel, was ich gar nicht gedacht hätte. Also es hat mich total gefesselt. Ich finde es sehr gut, dass man da so Leute irgendwo kennenlernen kann in irgendwelchen Städten. Und dann schickt man die einfach eiskalt in die Mine. Dann müssen die ja für einen arbeiten und die finden das auch noch toll. Das gefällt mir irgendwie sehr gut. Man kann Kriege führen gegen so kleine niedliche Wesen, die man einfach weghaut. Die brutal vernichtet werden. Das macht irgendwie schon Bock. Jo, was werde ich in der Sommerpause zocken? Das ist eine gute Frage. Also ich werde nicht den Fehler machen und einfach wahllos Spiele von meinem Pile of Shame nennen, nur um dann in ein paar Wochen zurückzukehren und gestehen zu müssen, dass ich davon absolut gar nichts gezockt habe. Ich werde ein Spiel nennen.
Und zwar Ratchet & Clank Rift Apart für die PlayStation 5. Hatten wir ja vor kurzem auch in der Game 2-Folge besprochen. Und darauf habe ich richtig Bock. Das sieht für mich nach unkomplizierten Spielspaß aus. Und das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und das werde ich zocken. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich wirklich so viel in der Sommerpause spielen werde. Aber ich glaube, dass ich Overwatch spielen werde, weil Overwatch 2 steht in den Startlöchern. Und ich meine, ich muss ja gut sein, oder nicht? Ich muss einer der Ersten sein, die bei Overwatch 2 am Start ist. Und dann muss ich das auch drauf haben. Und deswegen übe ich das einfach noch mal ein bisschen bis dahin. Noch 10. Overwatch ist cool. Ich bin ein großer Fan. Spielt es mit mir. Und? So desperate einfach. Das zocken wir in der Sommerpause, aber was zockt ihr? Schreibt es in die Comments. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann haben wir hier auf der Seite noch was für euch. Guckt es euch an. Viel Spaß dabei.